So, vor mir steht Lars Schäfer, Trainer des FSV Salmohr. Erstmal Glückwunsch zum 2-1. Lars, was sagst du zum Spiel? Ja, war ein dreckiger Sieg. Ich glaube, in unserer Situation momentan genau das Richtige. Wir haben sehr gut angefangen, muss man sagen. Bingen war recht unsortiert. Man hat gemerkt, die letzten Spiele oder die letzten Ergebnisse sind auch nicht nahtlos an denen vorbeigegangen. Waren dann auch verdient 2-0 in Führung, haben dann in ein, zwei Situationen auch vielleicht verpasst nachzulegen, um auch sicherer in die zweite Halbzeit gehen zu können. Ja, der Anschlusstreffer hat dann Bingen ein bisschen stark gemacht, war aber auch nur eine kurze Phase vom Powerplay. Die Jungs haben bravourös dagegen gehalten, sind gerannt und gekämpft um jeden Meter. Ein dreckiger, wichtiger Sieg, genau zum richtigen Zeitpunkt. Okay, deine Verletztenliste wird immer größer. Gibt es eine Chance, dass irgendeiner davon am Mittwoch zum Pokalspiel in Schillingen zurückkommt? Boah, das ist schwer zu sagen jetzt. Gianni hatte Probleme, musste sich eine Halbzeit rausholen. Gustav hatte nach 60 Minuten Probleme. Und die anderen, ja, schwer zu sagen. Müssen wir jetzt von Tag zu Tag gucken. Ich muss mich auch mit dem Physio noch unterhalten. Und dann bin ich aber trotzdem überzeugt, dass wir eine schlagfertige Truppe am Mittwoch am Platz haben. Okay, super. Danke dir.